Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Graveyard Keeper. Ich war dabei, ein bisschen Saft zu machen. Da mache ich mal weiter. Und dann können wir jetzt noch hier einen geilen Wackelpudding machen. Aber da brauchen wir erst noch ein paar mehr Ressourcen für. Aber da ich Äpfel gefunden habe, kann man jetzt geile Bratäpfel machen. 5 Stück. Aus 5 Äpfeln. Zack. Bärensaft kann ich ja gar nichts machen. Den muss ich wirklich nachher verwenden. So, erstmal weg mit dir. Tschüss, alles da rein. Gut, Brennstoff. Und wieder 6 Barren fertigen. Gut, ich habe eigentlich vor, mein Haus zu erweitern, aber dafür braucht es echt einiges an Material. Das andere haben wir schon, da hoch vergrößern. Brauchen eigentlich nur noch 8 von diesen komischen Dingern. Na gut. Hätten. Oh. Dann haben wir es doch. Cool. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da immer 2 drin sind. Was fertig. Wie schön ist das denn? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Dann kann man doch hier, da, zack, hoch vergrößern. Zack, und es ist schon fertig. Cool. Pilz. Schön, jetzt habe ich glaube ich 8 noch in der Küche gehabt. Mit den 10 können wir wieder 2 Pilzspieße machen. Bratäpfel sind fertig, jawohl. Funktioniert, aber ich brauche erst noch ein bisschen mehr Brennholz. Da habe ich nichts mehr. Habe ich hier noch was drin? Jawohl. Komm, nehmen wir mal 6 Stück mit. Na komm, 10. Hau nochmal ordentlich hier auf die Kacke. Dann habe ich da auch erstmal genug drin. Muss mich da erstmal nicht mehr drum kümmern. Haben wir noch irgendwas hier, was wir nicht brauchen können? Ja. Gut, Äpfel erstmal auf die Leiste gelegt. Und was ich jetzt wegpacke, ist noch einmal hier Steine. Steine brauchen wir da gerade nicht. Okay, ich möchte eigentlich immer noch Lehm haben. Aber keine Ahnung, wo ich Lehm herbekomme. Ah, scheiße. Vergessen. Schnell vergraben. Ups. Noch nicht ganz verloren. Moment, ich hab da. Ah, da habe ich doch noch einen Grabstein. Ja, cool. Aber ich habe keine Energie mehr. Gut, futtern wir die Äpfel auf. Sehr schön. Hätte ich gar keinen kompletten Grabstein draufsetzen müssen. Aber gut. Dann wieder ab ins Lager. Erstmal wieder schlafen. Die Pilze, die hole ich mir noch. Teilbaren Pilze.
Und schlafi, schlafi. Es häuft sich im Moment, hm? Viel schlafen, viel Energieverbrauch. Und jetzt falle ich wieder fast von meinem Sitzball runter. Meine Güte, mal wieder anders hinsetzen. So. Hier verrotten die anscheinend fast gar nicht. Nein, nein, nein. Guck mal, 15 Punkte für den Friedhof. Der wird morgen ausflippen. Ja, ich freue mich schon, wenn der kleine... Was ist das jetzt eigentlich? Ein Pastor? Oder ähnliches? Da freue ich mich wirklich schon drauf. Hier kann ich noch gar nichts... Ah, das ist wahrscheinlich der Obstbaumgarten. Hier nochmal ein paar Pilze. Ihr gehört mir, Jungs. Und ich habe nicht genug Energie. Ja, dann essen wir mal Pilze, damit wir die Pilze pflücken können. Den brauchen wir hier eigentlich noch nicht. Ich habe hier gar noch gar nichts zum Anpflanzen. Da ist das Problem. Teilbaren. Ja, und wieder ab ins Bett. Das geht im Moment fix. Ich hab jetzt mal gerade auf die Uhr geguckt. Keine 3 Minuten, dann müssen wir wieder schlafen. Ach, wenn das im richtigen Leben mal so wäre. Oh. Nein, das wäre schrecklich. Aber ab und zu, für mich könnte so ein Tag einfach, naja, nicht 24, sondern 28 Stunden haben oder sowas. Nachteil ist, dann müsste man sehr wahrscheinlich auch wieder länger arbeiten. Von daher, ich glaube, das bringt nichts. Kann ich hier noch was bauen? Nägel? So, ich möchte mal langsam versuchen, da unten das Ding mal auf Vordermann zu bekommen. Damit man schnell von A nach B reisen kann. So, Planken braucht man da bestimmt auch noch für. Bin mir gar nicht sicher. Darum habe ich die falschen Sachen jetzt wieder dabei. Jawohl, Holzbretter. Schön, noch zweimal Eisenscharnier. Habe ich nicht noch ein paar Bretter? Ich meine, ich habe letztens doch einige gemacht. Toll. Einige war definitiv übertrieben. Das gibt EP. Ja, und damit sollte ich hier unten jetzt eigentlich alles wegbekommen, oder? Ich mache erstmal nach hier links. Weil ich dann schneller... Was ist da links eigentlich? Ach, da kann ich noch gar nicht rein. Da muss ich noch was anderes für bauen können. Ich bin beschäftigt. Ja komm, räumen wir das aus. Weg ist weg. Und wir müssen nicht einen kleinen Schlenker hier nach links machen. Und es sieht auch viel schöner aus wahrscheinlich so. Zack.
Gehen wir aber noch mal kurz schlafen. Ah, 2 Minuten. 2:50 knapp. Ich fühle mich so erfrischt. Gucken, ob ich hier irgendwas freiräumen kann. Ich glaube nicht dran. Du siehst müde aus. Hast du auch gut geschlafen? Oh, Saad, ich vermisse den süßen Schlummer so sehr. Mann, Friedhofswärter zu sein, ist echt ein Knochenjob. Alles muss man selber machen. Ich erinnere mich, dass der Wärter damals viele Gehilfen hatte. Die waren so ähnlich wie ich, nur ohne Sinn für Humor. Einer von ihnen sollte immer noch im nördlichen Teil des Kirchenkellers an der Wand gekettet sein. Cool. Oh, eine Sache noch. Ich weiß nicht mehr warum, aber du solltest ihn niemals freiverlassen. Niemals. Das ist ja gut zu wissen. Da kann ich auch nicht. Da brauche ich. Was brauche ich dafür? Mach nochmal zu. Und dann mit Tastatur nochmal aufmachen, dann kann ich das hier sehen. Ein Holzbalken, da brauche ich eine Kreissäge für. Da kann ich doch bestimmt was dran machen, oder? Warte, wo war es denn? Kreissäge, Kreissäge, Kreissäge. Da, 2 fucking 100. Nein, kann ich noch nicht. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten, ne? Komm, holen wir jetzt nochmal die günstigen Sachen hier. Bergbau. Kann ich jetzt Lehm abbauen? Bauplause Eisenerzlager. Nein, kann ich nicht. Okay. Wäre zu einfach, zu cool gewesen. Ja, sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr, was wir interessant machen können. Die Waffen, klar, Schwert und Eisenrüstung nehme ich mit. Das kann ja gar nicht schaden. Bestimmt noch eine Pritsche bauen, aber aktuell noch kein großartiger Bedarf. Okay. Ah, jetzt habe ich echt den Tag vergessen, wo der Pastor hier ist, ne? Ich bin ja auch so ein Kopf. Haben extra da, oh, noch 2, 3 Tage, dann machst du das endlich mal. Ja, schade. Ich Kopf. Ah ja. Was ist das eigentlich hier unten? Ich brauche eine Technologie. Wetten, das hier ist ein Lehmloch. Aber was brauche ich denn hier für eine Technologie, um da Lehm schippen zu können? Schwert wieder. Ja. Hanfseil. Küchenarbeitstisch. Okay, da brauche ich jetzt erst. Ich muss halt wahrscheinlich wirklich warten, bis jetzt der Prior wieder da ist oder wie er auch immer heißt. Aber das Schöne ist, ich kann jetzt auch da rechts viel lagern, viel bauen. Die schönen. Aber ich brauche noch nichts, von daher. Egal. Vielleicht irgendwann mal 2 Öfen oder so, das wäre cool. Dann kann ich doppelt so schnell verhütten. Was mich jetzt letztens ja schon interessiert hat, da war ich ja ziemlich außer Puste. Was ist hier oben? Ah, schon wieder Gegner. Was macht der Flügel da? Außer rumbacken, ja, ich sehe das schon. Ich versuche den jetzt mal gegen die Wand zu drücken. Vielleicht komme ich dann so dran. Nein, er backt einfach komplett weiter. Dann gehe ich mal eben hier rein, hier wieder raus. Und er ist komplett weg. Okay. Bäche lootet. Steine. Steine brauche ich immer. Genau, ich war hier am Honig dran.
Ah, hier kriege ich wahrscheinlich so ein großes Ding draus, oder? Jawohl. Dann holen wir mal ein bisschen Stein nach Hause. Na komm, ganz kleines bisschen nur. Ja, okay, das funktioniert nicht gut. Eintransportieren geht gut. Einigermaßen. Und wieder ab nach oben. Was steht denn hier? Mach den Weg frei. Blockade. Ja, überlege ich mir nochmal. Was war denn hier? Reparieren. Kann ich nicht reparieren. Nee, geht nicht. Habe ich doch hier Imkerei. Warum kann ich denn nicht? Hä? Manche Sachen muss man nicht verstehen. Dann geht's aber jetzt mal nach oben. So, komm, mach platt. 8. Ach, nicht genug Energie. Pff. Geh halt schlafen. Lass mir doch von dir nichts sagen. Das ist aber heftig. Ich habe gerade darüber nachgedacht, die Tage, da oben die Sonne, es könnte ja grundsätzlich so Sonntag sein, der Mond da rechts neben ist der Montag, der Mondtag. Ich sage einfach dann Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, weil einen Samstag gibt es da ja nicht. Ja, weil freitags ist die Frau da, da hat man frei, deswegen auch das weibliche Zeichen. Macht in meinem Kopf alles noch Sinn. Dienstag, da hat man Dienst, da ist man geil. Nein, nicht, aber ja, ihr wisst doch, was ich meine. Hoffentlich. Die gehört jetzt mir. Habe ich davon eigentlich wieder? Wahrscheinlich nur eins, ne? Drei! Oh! Money, money, money! Aber ich mache das jetzt wie folgt. Und zwar, ich gehe jetzt erstmal in den Sumpf, schlage ein bisschen Eisen, nehme den Ruhestein und dann, ja, muss ich mal weiter gucken. Und Pilze. Thank you.
Verdammt. Gut, dann nehmen wir jetzt einen Ruhestein. So, ab zum toten Pferd. Nee, der will auch heute noch nicht sprechen. Wann denn wir? So, können wir irgendwas von dir brauchen? Mehl oder so könnte ich brauchen, aber... Nee, Angebot, komm. Zack, reicht. Tschüss. Die Dorfbewohner können ruhig schlafen. Ha, weil ich aufpasse. Das ist ja gut. Zack, und ich bin zu Hause. Das finde ich hier cool. Das finde ich hier echt cool. Schlafen wir mal. Es war noch nicht so wirklich Schlafenszeit, aber... Wir können es ja. Habe ich eigentlich noch irgendwas, was ich zu essen machen kann? Den packen wir weg, den packen wir weg. Kann ich hier sonst noch irgendwas reinpacken? Ja. Fett da rein. Wahrscheinlich kann ich wieder ein paar Pilze machen. Jawohl. Dankeschön. Wieder eine Spitzhacke, die ganz ist. Ja, ich warte eigentlich nur auf Sonntag. Holz. Holz brauchen wir immer. Brauchen wir hier eigentlich Lehm für? Nee, Flusssand. Interessant. Na komm, nimm den Pilz. Oh ja, Schleime. Komme ich da durch? Ah, da komme ich da nicht durch. Da komme ich durch. Aber ein bisschen energiesparend hier. Gegner kloppen. Ja, hier sind Glühwürmchen. Wegen die treten nur nachts auf. Dann müsste ich doch jetzt eigentlich Wackelpudding machen können, oder? Ja, da. Roter Wackelpudding. Ja, damit, meiner. Nee, da Pilze wieder ins Inventar legen. Und dann habe ich eigentlich alles. Ein paar Stöckchen, noch ein bisschen Eisen, alles weg, brauche ich nicht. Gut, Wackelpudding. Hm, geil. Bei Benutzung plus 30 Energie. Schön. Ausrüsten auf links und weiter geht's. Ich würde mir gerne ein Schwert machen, aber das geht noch nicht, weil der Prior noch nicht da ist. Ich weiß nicht, Pastor. Denkt da jedes Mal drüber nach. Wie heißt der Typ nochmal? Keine Ahnung. Schnell in die Stadt. Ich möchte mal ein bisschen mit den Dorfbewohnern reden, weil jetzt gerade Tag ist und es ja, Zeit wird, mal ein bisschen weiterzukommen. Weil sonst keine Ahnung habe, wie ich weiterkomme. Da oben die Luke ist ja noch zu. Tür ist verschlossen. Ich glaube, hier war auch sonst nichts mehr. Ich würde mal hier gerne wieder hoch zum Farmer. Da war doch irgendwas, ne? Da war da so eine kleine Mühle. Und da kriegen wir bestimmt noch irgendwas gemacht. Die Maus wieder... Warum ist meine Maus? Ich bin am Controller und die Maus... egal. Hallo, die Mühle funktioniert nicht. Tut mir leid. Wenn du etwas gemahlen haben willst, musst du wohl in die Stadt gehen. Das ist schade, aber ich habe nichts, was gemahlen werden muss. Ich lebe auf dem Friedhof. Friedhofswärter, schön dich zu treffen. Ich habe ein paar alte Reserven, die du vielleicht hilfreich finden könntest. Handeln wir mal. Ja, Mehl. Mehl ist schon ganz gut, aber...
Ah, nee. Oh, was muss ich nie haben? Warte, Blaupause. Papier mit Berechnungen. Also kriegen wir das auf jeden Fall auch wieder hin. Weizenfarm. Ich dachte, hier kriegt man irgendwie ein paar Samen oder so zum Einpflanzen. Das könnte ich hier ganz gut brauchen. Kann man hier noch irgendwas machen? Hier kann man gar nichts machen. Hi, ich bin Cory. Ich bin der Friedhofswärter. Schön, dich zu treffen. Wenn du Steinmaterialien brauchst, kann ich dir helfen. Für Holzkram musst du meinen Bruder Tress besuchen. Das sind definitiv Brüder. Nein, du hast auch einen ganz normalen Schrottsteinkram. Du Schrottsteiner. Ob ich hier vielleicht auf der Farm irgendwas bekomme? Hallo, du hast die besten Milchprodukte. Was machst du nochmal? Ah, du vertickst Dünger. Okay, Torf. Torf kann ich auch brauchen. Komm, nehmen wir mal 10 Stück mit. Ist ja nicht so teuer. Annehmen. Hier ist der Holzfuzzi. Gucken wir mal auf die Karte. Da oben beim Camp ging es auch nicht weiter. Ich bin jetzt da beim Holzfuzzi. Hier ist die Farm. Wir gehen mal hier oben hin. Ich weiß gar nicht mehr. War da nicht dieses eine Lager oder? Nee, keine Ahnung. Habe ich, glaube ich, echt nicht mehr im Kopf. Ah, hier ist der. Ah, okay. Der Holzfäller-Typ. Da unten, da müssen wir, glaube ich, mal hin. Da. Und zwar haben wir hier überall schon. Der Händler, den brauchen wir noch. Den Händler brauchen wir noch. Wir brauchen den Händler. Wann kommt der denn? NPCs. Frau Anmut, Esel, Müller. Ein sprechender Esel, Leichenlieferant, wohnt im linken Stall. Im linken Stall, okay. So, den Müller, Kretzfold, Frau Kette, Jorek, Adam, Wagner, Schafhirte, Leuchtturmwächter, Captain, heuer, da. Wer sieht denn hier nach einem Händler aus? Kenne ich vielleicht noch gar nicht. Adam vielleicht. Aber da müsste noch mal was ein Zeichen drüber stehen, damit ich weiß, wann er kommt oder nicht. Da stand's doch. Schau mal, rechts Holzfäller. Bringe ein. Ach, Quatsch, nein, wo bin ich denn jetzt? Da. Rede mit dem Händler am orangenen Tag. Der ist leider vorbei. Schade. In 2 Tagen ist der Pastor da. Meint ihr, ihr schafft es noch rechtzeitig zur Farm? Ich glaube nein. Weil es jetzt schon schön dunkel wird. Da kann ich noch mit jemand reden. Da kann ich noch mit dir. Da. Was auch immer du verkaufen willst, ich kauf's nicht. Sogar wenn es Drogen oder magische Tränke sind. Ich schaue mich nur um. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber alle sagen mir, dass ich der Friedhofswärter bin. Oh, dann bist du ja sogar noch schlimmer als diese verschlagenen, wandernden Händler. Euer ganzer Berufsstand ist mir suspekt und ich mag dich überhaupt nicht. Jetzt, da du weißt, was ich von dir halte, können wir ins Geschäft kommen. Brauche ich etwas Bestimmtes, um ein guter Bauer zu sein? Du musst wissen, wie man den Boden düngt und bereit sein, knochenharte Arbeit zu leisten. Um ehrlich zu sein, siehst du nicht unbedingt aus wie ein Bauer. Kauf deinen Kram lieber von einem Profi, wie mir. Mit meinem Gemüse kannst du etwas Schmackhaftes zaubern. Geil! Bräuchte Samen. Rübe, Kohlsamen, Karotten, Weizensamen, Rübensamen. Oh, schön. Ich weiß gar nicht, wie viel man da anbauen kann. Nehme jetzt mal erst 10 von jedem. So, also
Minus 4, mit kann ich leben. Dann habe ich aber, glaube ich, erstmal alles. Ja, das sollte klar gehen. Hier noch ein paar Äpfel, die ich mitnehme. Hier noch ein paar. Ich kann nicht an den Apfelbaum dran. Warum kann ich nicht an den Apfelbaum dran? Vielleicht, weil das nicht meiner ist. Komischerweise kann ich die Beeren aber pflücken. Ich muss meine Arbeit erledigen. Oder Vater wird furchtbar böse sein. Ja dann. Ist nicht mein Problem. Ab nach Hause. Da wähle Samen oder Dünger. Weizen. 4 Stück. Ja gut, okay, dann. Weiß ich Bescheid. Komm, hier ist nochmal 2 Beete hin. Hier kommen 2 Beete hin. Hier kommen 2 Beete hin. So, das mache ich noch. Dann sind wir schon fast wieder fertig hier. Ja, sagt mir bitte mal, wie ihr das Spiel findet. Es wäre ganz cool, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen könntet. Und natürlich auch ein Like oder ein Abo, falls ihr das nicht schon längst gemacht habt. Rübensamen anfertigen. Rübensamen anfertigen. Dann bauen wir hier hin Kohl. Noch mehr Kohl. Und hier bauen wir hin Karotten. So, dann haben wir mal ein bisschen Selbstversorger hier. Ja, ich sag schon mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt hier ins Bett und dann sehen wir uns, wie gehabt, in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl.